Hallo bei der Wander im Greikolbe. Es tut mir leid, dass ich die letzten Videos mit so einer schlechten Tonaufnahme hatte. Und vielleicht ist es jetzt auch immer noch, mein Handy war total verdreckt. Ich habe das eigentlich sauber gemacht, aber es ist ja immer aus der Not raus, dass ich immer, wenn ich dran bin, gleich mache. Ja, wahrscheinlich auch mein Handy wechseln, dann wird es zukünftig besser. Aber wie gesagt, dafür Entschuldigung. Aber es geht um die Informationen, die man rüberbringt. Also insofern Entschuldigung, aber machen wir jetzt so. Und hier will ich einfach nur mal zeigen, wir gehen jetzt nur mal ganz schnell durch, weil ich habe ja gesagt, ich mache jetzt eigentlich so schnell noch nichts, aber jetzt ist es wirklich die ganze Zeit so warm gewesen, dass man jetzt einfach an die Bienenvölker ran muss, weil man kann sich lange, lange dagegen sträuben, aber wenn dann die Temperaturen auch kommen und es wird mit Sicherheit noch Kälterückschläge geben, aber die Bienen sind jetzt natürlich auch im Brut gegangen und da muss man natürlich reagieren, gucken, dass das Futter drankommt, auch ganz nah an das Sheet das Futter mit rangeben und dass die Bienenvölker jetzt wirklich nicht vom Futter abreißen, wenn jetzt wirklich nochmal Kälte kommt. Also insofern, und da sieht man eben, bei der Biene kann man keinen richtigen Fahrplan geben, zu welchem Tag, zu welchem Datum, was und was gemacht werden muss. Man muss sich immer nach dem Wetter richten. Und jetzt ist es eben, wie gesagt, ich würde gerne erst am Ende Februar rangehen, aber jetzt sind wir doch schon Mitte Februar drin, weil ganz einfach so lange warm war, dass man jetzt eben wirklich muss, ne? Und ihr seht das und deswegen mache ich jetzt hier auch gleich beim ersten Volk. Wir sind jetzt hier, so sieht es aus, wenn man in Deutschland Sonnenblumenölprobleme hat. Also hier ist wirklich eine Agrargenossenschaft, die hat wahrscheinlich hier wirklich nur die Fördermittel abgegriffen und lässt die Sonnenblumen jetzt hier ein paar hundert Hektar, ja, denke ich, vergammeln. Aber das ist nicht das Thema. Die Sonnenblumen sind ja immer, wie gesagt, bei der Biene so mit die schlechteste Tracht im Herbst und da hat man wirklich die meisten Probleme bei den Völkern und wir haben die aber jetzt ja eigentlich sehr gut durchgekriegt, aber die waren natürlich im Herbst auch relativ schwach und deswegen sage ich, weil ja immer Thema war, im Herbst schon schieten oder im Frühjahr erst schieten und hier das Bienenvolk war im Herbst wirklich schwach. Ich habe das auf die Wabenmasse geschietet und bin der Meinung, wenn man schwächere Völker hat, ist das für das Bienenvolk förderlich, dann braucht es nicht so viel Energie und ihr seht, die Bienen sehen immer noch gut aus, sind noch genug Bienenmasse drin und kommen jetzt damit sehr gut zurecht. Ich denke mal, für diese Bienengröße wäre der ganze Dadan ein bisschen schwierig gewesen, dann würden sie nur in dem vorderen Bereich sitzen, viel enger zusammengegangen wären, hätten viel mehr Energie gebraucht im Winter und wie gesagt, bei so schwächeren Völkern, wo sie nur halb voll sind im Herbst oder so, weil sie durch die Varroa oder eben weil sie spät umgeweiselt haben oder so eine schlechte Tracht, wie das jetzt hier war, die viel, viel Flugbienen kostet, dann zurück sind, da würde ich schieten, aber die vollen Völker würde ich immer bei voller Breite lassen, damit die dann eben auch im Frühjahr nicht so schnell im Brut gehen und dann so weit nach vorne schießen, dass sie dann Futterprobleme haben, vom Futter vielleicht abreißen und vor allen Dingen, dass die nicht dann jetzt schon so zeitig so stark sind, dass man dann eben Schwarmprobleme gibt. Ja, also hier habe ich jetzt geguckt, die haben jetzt wirklich schön Futter. Hier die Wabe können wir mal noch schnell rausnehmen, mehr mache ich auch nicht. Ne? Wie gesagt, es wird jetzt nur aufgemacht, geschaut, ob überhaupt noch Bienen drin sind. Guckt, wie der Körper ist und ob noch Futter da ist. Und ihr seht, hier sind genug Bienen da, die haben auch bis runter noch Futter. Das sehe ich und dann mache ich jetzt hier auch wieder zu, lasse sie sich entwickeln und dann ist auch gut. Gut, bis zum nächsten. Ja, jetzt haben wir hier eins, das ist natürlich wesentlich stärker unterwegs. Die sitzen jetzt hier schon auf 8 Waben und ihr seht, die haben da schon wirklich sehr, sehr viel Brut. Hinten immer noch schön Futter, haben das aber auch schon viel angetaut, viel freigefressen. Und hier ist es jetzt natürlich wichtig, dass man die jetzt auch wirklich schön zusammensetzt. Hier ist jetzt natürlich das Problem, dass ich wahrscheinlich bei den Umbasteln im Herbst und die Brutunterbrechung, dass hier irgendwo ein Sheet verloren gegangen ist. Deswegen hat das jetzt hier nur ein Thermosheet drin. Deswegen muss ich jetzt den gesamten Brutblock hier drüben hin machen, damit ich die schön zusammenkriege, damit ich den Wärmehaushalt überhaupt hinkriege. Bienenmasse ist genug da, sodass es auch ruhig an die Beutenaußenwand kann. Dafür lasse ich dann einfach eine Brutwabe mehr, weil die wird sie auf jeden Fall nicht bebrüten. Und gucke jetzt, dass ich aber direkt am Sheet-Bereich eine richtig starke Futterwabe habe und ja, hier hat sie jetzt noch was drin, so dass es die nächsten 3 Wochen, 4 Wochen auf keinen Fall Probleme geben wird. Und aber ja, das ist eben jetzt wirklich wichtig, dass man guckt, wie ist die Brutmasse. Wie gesagt, schön wäre es gewesen, wenn jetzt hier 2 Thermosheete wären. Ihr seht, hier hinter dem Thermosheet ist immer noch ein bisschen Luft, dann kann man das schön variieren und zusammenbringen und dann wäre das hier wesentlich schöner. Jetzt müssen wir hier wirklich, und das ist natürlich
voll blöd, wenn man jetzt bei der Kälte hier den ganzen Brutblock mal um zwei Waben rübersetzen muss. Aber wie gesagt, wir wollen ja Probleme zeigen, weil schöne Völker kann jeder zeigen und schöne Völker sind auch überhaupt nicht schwer zu bearbeiten. Ja, da seht ihr, es ist höchste Zeit, dass man wirklich auch kommt und hier ja, die einschietet, weil wie gesagt, die Völker, die jetzt wirklich so groß sind, wie gesagt, hier hatte ich wirklich Angst, deswegen hatte ich die hier schon weggeschietet, dass hier auch wieder ein gewisser Temperaturblock war, aber ihr seht, die gehen ja hier hinten sogar schon drüber und hier ist jetzt wirklich wichtig, dass man jetzt mit den Schiet kommt, dass man dieses Volk, würde ich jetzt hier auf 5 Waben zurückschieten, wahrscheinlich hier in diesem Bereich, auch wenn dann Bienen weiter hinterhängen, aber dass in diesem Bereich wirklich richtig schön Wärme kommt. Und vor allen Dingen, dass ich hier jetzt in das Volk führe, wenn ich die jetzt so lassen würde und im blödesten Fall brüten die mir vorne auf 7 Waben, hinten, jetzt kommt wieder dieses schöne Wort, bleibt der Futterarsch. Und ich habe dann eigentlich schon versaut, 7 Waben, dann muss irgendwann mal noch eine Mittelwand kommen, noch ein Baurahmen kommen, damit ich dann erweitere, damit ich die Jungbienen fordere und eine systematische Volkaufbau mache. Und dann bin ich bei 8, 9, 10 Waben und das schafft dann einfach die Königin nicht. Zumindest nicht bei uns mit diesem enormen Rapsdruck, da kommt so viel Pollen und dann verpollen die und dann kriege ich keine ordentliche Brutnestführung mehr und dann kommt eben der Schwarmtrieb, weil die Königin nicht mehr ausreichend legen kann, hat keine freien Plätze mehr und ja, die guten Königinnen drücken das weg, das ist auch völlig undiskutabel, aber wie jeder weiß in der Schulklasse, es gibt nicht alles Kinder, die Einsen schreiben, sondern eben auch welche, die Zweien, Dreien, Vieren und Fünfen haben und ich möchte eigentlich zumindest in der Frühtracht zumindest noch die mitnehmen, die eine 3 und eine 4 auch haben. Und diesbezüglich gehe ich jetzt erstmal bei der Vorbereitung der Völker davon aus, dass es ein durchschnittliches Volk ist. Und somit kriegen die jetzt erstmal alle ihre 5 Waben. Das möchte ich von der Königin wirklich sehen. Und dann im weiteren Laufe sehe ich ja dann, kann die Königin mehr, dann wird sie mehr erweitert als die anderen. Und dann suche ich mir meine Spitzenvölker aus. Also wie gesagt, deswegen jetzt erstmal alle auf einen Schnitt. Jetzt ist auch erstmal überhaupt nicht wichtig, wie gut ist die Königin oder sonst was. Ich will jetzt gar keine Königin, gar keine Brut sehen. Es geht wirklich ausschließlich darum, dass man jetzt guckt, leben die Völker, wie ist der Wärmehaushalt, der wird jetzt zusammengesetzt, dass man diese Brutnestführung machen kann dann, dass sie nicht zu weit brüten jetzt und zu breit brüten und dann eben natürlich, dass der Futterhaushalt gewährleistet ist. Ne? Und ihr seht hier, die Bienen, die sehen wirklich sehr sauber aus, sehr gut aus und wirklich schön gesund. Gut. Ja, ich würde euch jetzt auch schon mal sagen, zeigen hier, also hier, man sieht hier schon, das Futter ist schon ganz schön stark aufgetaut. Das spricht schon dafür, dass die schon gut Wärme in den Völkern drin haben und eben jetzt auch richtig in Brutleistung gehen. Ihr seht, die fressen ja auch alle, da ist auch schon schön angelagerter Pollen. Der Ring sieht so aus, als wenn er sogar schon frisch angelagert wäre von diesem Jahr. Und also wie gesagt, der Startschuss ist gesetzt, auch wenn es jetzt schon noch wirklich immer relativ zeitig ist im Jahr und wie gesagt der Rücksetzer vielleicht schon noch kommt, aber ja, man kann dagegen nichts machen, kann jetzt nur gucken, dass man wie gesagt solche schönen Futterwaben im Schiedbereich drin hat und jetzt muss man eben wirklich, wenn es eben wirklich warm wird, alle 14 Tage, 3 Wochen wirklich gucken, dass man vom Futter nicht abreißt. Es wird ein sehr, sehr gefährliches Frühjahr, deswegen auch jetzt wirklich das Video nicht, dass hinterher einer sagt, na, hättest du ja mal was sagen können. Gut. Ja, das eine mache ich jetzt noch und dann arbeiten wir aber auch wirklich zügig durch, weil so warm ist es jetzt hier heute doch auch nicht mehr. Und hier sieht man, so sehe ich eigentlich am allerliebsten, wie das Volk sitzen muss. Die sind relativ schön stark, die sitzen jetzt auch bis unten hin schon wirklich durch. Und hier habe ich eben wirklich das Schiet, dann hier die frisch eingepflegte Mittelwand, hier drüben die zwei Mittelwand, dann nochmal das Schiet. Und ihr seht, das Bienenvolk sitzt hier wirklich schön dazwischen. Hier habe ich jetzt eine Wabe und das Schiet, was ich schön arbeiten kann, wo ich jetzt auch keine Bienenrolle oder irgendwas, wo ich das Schiet jetzt wirklich schön bis hierher ransetzen kann. Von hier genau das gleiche, auch Schiet raus, die Mittelwand raus, die Futterwabe wahrscheinlich noch raus, sodass das eine Schiet hier sitzt, dann kommen 5 Waben und dann sitzt das Schiet hier und dann habe ich das Bienenvolk schön eingeengt. Muss dabei natürlich gucken, wenn ich rechts und links die Waben wegnehme, habe ich rechts und links noch wirklich einen schönen Futterkranz dran. Das, wie gesagt, das Futter ist eben jetzt wirklich wichtig. Aber wenn die Völker im Herbst schon so vorbereitet sind, habe ich jetzt natürlich hier auch wirklich ein leichtes Spiel und bin eigentlich innerhalb von 2 Minuten mit so einem Volk auch fertig. Ne? Decke auf, Bienen sind da, rechts und links bis rangearbeitet, geguckt, dass Futter da ist, die Schiete rechts und links gesetzt, Decke wieder drauf und mehr brauche ich dann nicht. Nicht das Bienenvolk durcharbeiten, ist viel zu kalt und
Ja, von der Sache her, wir machen jetzt auch weiter. Bis dahin, tschüss. Tja, man kann es ja doch nicht lassen. Manchmal wird man dem wirklich zeigen, ne? Also man sieht jetzt hier, ist jetzt wirklich noch eine schöne Futterwabe, wenn ich das sehe. Und wenn ich dann sehe, dass da auch noch mal richtig Futter ist, dann ist das eigentlich das schon, was mir reicht. Das sind jetzt wirklich Bienen, die laufen innerhalb der nächsten Stunde noch mit in den Schiedbereich rein und konzentrieren dann im Schiedbereich auch wirklich die Bienenmasse. Und genauso mache ich das von hier auch. Lass bis hierher, ich sehe, das ist eine relativ junge Wabe. Gucke, wenn da jetzt wirklich keine Brut mit drauf ist, ist das mein Brutblock, den ich habe. Der ist dann richtig schön knackig. Die Wärmeversorgung ist da. Und wenn dann nochmal ein Kälterückschlag kommt, wird es auch nicht so dolle schlimm sein. Hier weiß ich, ist auf jeden Fall eine starke Futterwabe. Aber natürlich, wenn ich jetzt, und deswegen sage ich auch immer, dass ich das eigentlich so weit wie möglich rausschiebe, aber jetzt geht es eben nicht anders, habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, aber ich möchte eben jetzt, wenn ich das jetzt mache, dann kommt natürlich jetzt hier ein Brutdruck rein und dann muss ich natürlich mit dem Futter auch immer regelmäßig gucken, spätestens alle 14 Tage, weil dann geht natürlich auch richtig die Post ab, jetzt verbrauchen die richtig derb Futter. Und wenn dann die Jungbienen erst schlüpfen, dann erst recht. Also wie gesagt, wir brauchen jetzt dieses Jahr im Frühjahr mit der Situation, die wir jetzt haben, und wenn wir dann nochmal Kälterückschläge kriegen, auf jeden Fall enorm viel Futter. Und da der Hinweis. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Bis dahin, tschüss. Scheiße, das Volk wird mich jetzt zwar hassen, weil wir es jetzt wirklich schon so lange aufhaben, aber wir haben gerade diskutiert und das ist auch das. Ich hatte jetzt hier geguckt, aber das mache ich jetzt nicht nochmal auf. Hier war jetzt eine Mittelwand, da war jetzt auch schon die Königin drauf, aber es war wirklich noch nicht ein einziges Ei drauf. Und ich habe die jetzt wirklich hier zurückgesetzt auf diese 5 Waben. Die Königin wird jetzt hier die 5 Waben wirklich, weil es ein schöner Wärmehaushalt ist, richtig stark bebrüten und richtig viel Druck machen. Und dann habe ich die Möglichkeit, dann nochmal, und bei den starken Volk werde ich das machen müssen, damit ich die Jungbienen beschäftige, werde ich dann hier die Mittelwand bringen. Da ist dann auch hier quasi wie so eine Mauer, weil die natürlich wahnsinnig stark und schnell bestiftet. Und dann eine Woche später bringe ich dann hier drüben den Drohnenbau. Den bestiftet sie und macht sie dann auch ganz schnell und hat dann hier auch wie eine Mauer, dass rechts und links eher unwahrscheinlich dahinter geht und in der Mitte schlüpfen dann wieder die ganzen Bienen. Dadurch, dass ich hier einmal eine Mittelwand bringe und dann hier drüben den Drohnenbau, muss sie dann auch hier dazwischen durch und hat hier dazwischen, dass sie dann immer wieder die freien Zellen nachstiften kann und auch nicht so viel Pollen einlagert. Und wie gesagt, durch den Baurahmen und die Mittelwand konzentriere ich die Biene oder die Königin dann auch wirklich 4 Tage lang nur auf diese Wabe. Und das ist ja eigentlich etwas Unnatürliches, weil normalerweise ein Bienenvolk sich immer systematisch ringweise erweitert. Aber das können wir ja bei unserem Waben nicht machen. Und wenn wir hier eine Mittelwand oder einen Baurahmen rechts und links setzen, haben wir die da 4-5 Tage lang drauf gebunden, dass sie das komplett durchstiftet. Aber ich möchte, dass die Mitte nicht vernachlässigt, deswegen erweitere ich nicht nur Mittelwand, Baurahmen, eventuell nochmal eine Mittelwand dazwischen und bei der anderen Seite laufen die ganzen Bienen aus, es wird komplett verpollt und irgendwann höre ich auf mit Erweitern, dann geht die Königin zurück, findet keinen richtigen Platz mehr, geht vom Pheromon runter, die Bienen denken, sie ist minderwertig und dann habe ich den Schwarmtrieb drinne. Und somit erweitere ich die Seite und möchte auch, dass ich die erweitern kann, dann in 14 Tagen oder 3 Wochen dauert es ja jetzt noch. Und dann möchte ich eine Woche später auf der anderen Seite und baue damit rechts und links eine Barriere, so dass der Wärmeblock dann in der Mitte, wo dann wieder Bienen schlüpfen, dann auch wieder von der Königin schön mit integriert wird. Und meiner Meinung nach bin ich dann wirklich an der Situation, wo ich da schon viel Schwarmtrieb wegnehme und wieder eine schöne Rotation und ein schönes starkes Brutnest da ist. Und dann muss ich eben gucken, das ist immer die Entscheidung dann, entweder wenn Schlechtwetter kommt, kriegen sie dann auf der Seite dann nochmal eine Mittelwand oder das Wetter wird eben besser und dann kommt eben der Honigraum hoch. Aber wie gesagt, das werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Aber für jetzt ist es, und das war eben jetzt wirklich die Entscheidung, deswegen haben wir es diskutiert, ich habe hier die Königin runtergenommen, habe sie sogar darüber getan. Die wäre auch im Wärmehaushalt wieder zurückgelaufen, denke ich jetzt. Aber ich möchte jetzt wirklich diese 5 Waben maximal haben, weil ich weiß, diese 5 Waben brütet sie komplett durch und macht dann ein richtig starkes Brutnest hier. Bei 6 Waben hätte ich vielleicht Lücken drin, wenn dann schon wieder Pollen kommt vom Weide und in 14 Tagen, habe ich dann schon die kleinen Pollennester da drin. Und ich habe die Situation, wenn ich dann hier eine Mittelwand einfüge, dass das alles zu großräumig wird. Für eine Königin, die vielleicht nur eine 3 schreibt. Wenn es eine ist, die eine 1 schreibt, mein Gott, dann gebe ich eben dann nochmal eine Mittelwand und eventuell nochmal eine Mittelwand. Aber jetzt gehe ich erstmal davon aus, ich habe eine durchschnittliche Königin, keine Spitzenkönigin,
und möchte das Volk durchschnittlich jetzt erstmal führen. Die Erweiterung und ihre Auslese der Spitzenkönigin kommt viel, viel später. Aber ich möchte jetzt erstmal durch früher mit den guten Königen und danach selektioniere ich aus, was dann wirklich die Spitzenköniginnen sind. Und ich weiß noch nicht, in welcher Situation die Bienen jetzt sind. Sterben jetzt noch viele Bienen runter oder eben nicht und habe dann eben auch nicht den Nachteil, wenn jetzt hier wirklich viele Altbienen drin sind, dass das dann nochmal runterbricht. Vielleicht haben sie ja auch in 14 Tagen, 3 Wochen so viel abgeflogen, dass diese Stärke gar nicht mehr da ist. Aber mit den 5 Waben habe ich definitiv jetzt hier in dem Bienenvolk eine 100%ige Sicherheit, dass die da erstmal jetzt komplett durchbrüten und kann dann auch systematisch so erweitern, wie ich mir das vorstelle. Gut, aber jetzt ist wirklich Schluss. Bis dahin, tschüss.